drei Tage vor der Europawahl wird unser Grundgesetz 70 Jahre alt. Unser Grundgesetz war die erste verfassungsmäßige Ordnung, die einen direkten Bezug auf die universellen Menschenrechte hatte. Des Weiteren ist in unserem Grundgesetz die Menschenwürde vollumfänglich unantastbar. Darum hat uns ein Großteil der Welt seinerzeit beneidet. Allerdings gibt es hier auch einen Haken. Unser Grundgesetz ist nur dann effektiv, wenn man es auch konsequent umsetzt. Dafür wurde es gemacht, um Recht zu sprechen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann walten zu lassen. Allerdings richtet nicht Justitia selbst, sondern ein Richter. Unser Grundgesetz ist hier nur das juristische Werkzeug. Was wäre aber, wenn die tätigen Richter keinen Gebrauch von diesem Werkzeug machen? Oder noch schlimmer, dieses Werkzeug irgendwann gänzlich abschaffen? Welches Licht würde auf diese Richter fallen? Und vor allem, was würde das über die Politiker aussagen, die solche Richter ernannt haben? Denkt mal in Ruhe darüber nach. Wie befangen ist das, wenn ein Verfassungsrichter eine Kampagne anstößt, zum Beiseiteschieben der Ewigkeitsgarantie und das selbst als Revolution bezeichnet? Wie groß ist die Versuchung, wenn er dann Verfassungsbeschwerden auf den Tisch bekommt, von denen ein Teil sich an der von ihm angestoßenen Kampagne orientiert? Und was ist das für ein Menschenbild, wenn dann sein Senat zweimal urteilt? Nur Demokratie und Wahlrecht? Nicht aber Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatsgebot, Föderalismus und Friedensgebot stünden unter dem Schutz der Ewigkeitsgarantien? Wie sind die Verfassungsrichter auf die neunmal kluge Idee gekommen, sie könnten nur in den extremen Fällen befangen sein, wenn sie über den desselben Fall schon einmal in einer niedrigen Instanz geurteilt haben? Und dass sie nicht befangen wären, wenn sie ein ideologisches oder lobbymäßiges Interesse am Ausgang eines Verfahrens haben?